Hallo und herzlich willkommen in der Rubrik Alles über. Heute geht es um eine ganz spezielle Sache. Wir sind hier im Frankenland und zwar bei der Schwane. An der Seite ist wieder der Ralf Düker und der wird uns jetzt ein bisschen was zu diesen Flaschen erzählen, die wir hier vor uns haben. Und zwar dem Boxbeutel. Sag mal, warum heißt das eigentlich Boxbeutel? Ja, das Ding ist wirklich unique, ne? Das gibt es wirklich fast nur in Franken. Und das hat man sich vor langer Zeit ausgedacht im Mittelalter. Der Begriff kommt ziemlich sicher, es gibt zwei Storys, eine anständigere, eine unanständigere. Du musst uns auf jeden Fall beide erzählen. Fangen wir mit der anständigen natürlich an. Der Bugsbeutel, also am Bug eines Maulesels oder Esels getragene Ledersack, der in dieser Form gewesen sein soll. Und so haben die Mönche damals Wein transportiert. Das ist die eine. Und die andere ist natürlich die, der Hodensack des Ziegenbockes. Da kann man dann die Fantasie freien Lauf lassen. Und im 16. Jahrhundert hat man das Ganze dann in Glas geformt in der Gläserstadt Wertheim am Rhein. Und seitdem ist der Buchsbeutel geschützt für Franken, inzwischen auch in der EU und weltweit. Und ist eben die Aussage für einen trockenen Weißwein, idealerweise ein Silvaner, den habe ich da jetzt auch drinnen. Wir haben hier bei uns im Haus den schönen Schwan auf der Seite, das sogenannte Schultersiegel. Und vor 5 Jahren hat man sich entschlossen, dem Boxbeutel einen neuen Anstrich zu geben, eine Marketinginitiative zu starten und hat den Boxbeutel PS in die Welt gerufen. Und ich darf den dir mal abnehmen. Und der Unterschied ist einfach, dass er kantiger ist, so ein bisschen moderner und einfach ein anderes Publikum ansprechen soll. Wobei mir als Winzer geht es immer um die Weine, die da drin sind. Aber das sind die beiden Flaschenformen, die im Moment im Rennen sind für Franken. Wird immer nur Silvaner in diesen Flaschen, abgefüllt? Oder werden noch andere Weine abgefüllt in dieser Flasche? Alle boxbeutelfähigen Weine kann man dann drin abfüllen. Die sind in der Qualitätsweinprüfung, werden die eben qualifiziert. Und es sind die typischen Rebsorten, die in Franken ansässig sind, und zwar alle. Also das ist schon unsere Ur- und Hauptflasche. Es müssen trockene Weine sein und im gehobenen Bereich. Alles klar, na dann. Und jetzt wisst ihr alles über Boxbeutel. Zum Wohl. Danke.